Ja, dann machen wir mal weiter. Mal gucken, ob Emily heute noch stirbt. Okay, dieser Teil der Mine ist kürzlich angebrochen. Sprengen. In den Tod, dann springst du fort. Diese Geräusche, ey, Mann, Mann. Auf jeden Fall nicht schießen. Auf was oder wem auch immer. Okay, hier muss es lang gehen. Shit! Ach du Scheiße. Was ist das? Nein! Okay. Verdammt!
Was weiß ich, Mann? Leute, das war krass. Zum Glück hatte ich jedes Mal noch eine zweite Chance, ne? Ach. Dann wird sie doch noch sterben. Oh, klasse. Was jetzt? Lass sie rein, schnell! Mach die Tür zu! Oh mein Gott, mach die Tür zu! Geht es dir gut? Ich dachte, ich schaffe es nicht. Du hast wie am Spieß gebrüllt. Du siehst echt fertig aus, etwas. Was? Matt, los, setz dich. Da draußen ist was. Habt ihr euch getrennt? Ein Monster, ein Monster! Warte. Scheiß drauf, wie es die Alte geht, Alter. Warte, das ist ein Monster? Wovon redest du da? Ich sagte, da draußen ist und was. Ash, ganz ruhig. Es war Josh, das war alles nein, Josh. Nein, hört mir zu. Wir haben ihn schon, er kann dir nichts tun. Nein, es hat mich gejagt und es war kein Mensch. Moment. Was ist passiert? Erzähl uns genau, was passiert ist. Genau das versuche ich ja. Wir sind auf den Turm geklettert und... Der Turm ist eingestürzt. Einfach so, direkt in die Minen. Wow, welche Minen? Hier sind überall Minenstollen, unter dem ganzen Berg. Und als der Turm umfiel, sind wir da reingestürzt. Ich komm nicht mit. Der Turm ist umgefallen? Denn das? Ich bin rumgelaufen in den Minen und es war dunkel und da war dieser Kram und da lag Beths Kopf. Was? Beths Kopf, er lag oh da. Oh mein Gott. Ohne Scheiß. Ist das dein Ernst? Ja, mein voller Ernst. Ich glaube, sie sind da reingestürzt. Oh, verfluchte Scheiße. Schlimmer ist noch, ich glaube, Hannah war nicht tot, also von dem Sturz, nicht sofort. Was meinst du damit? Ich weiß nicht, ich fürchte, sie war da unten und sie ist ganz langsam verhungert. Und wir haben hier oben alle nach ihr gesucht. Wer sollte das ahnen?
Scheiße, das ist furchtbar. Hör zu, im Turm, da war ein Funkgerät und ich habe jemanden erreicht, aber genau da ist der Turm eingestürzt. Du bist da. Oh Gott, ja, Mike! Was ist mit Matt? Ja, das fragen wir uns auch. Dann war da dieses Monster, das sie gejagt hat. Sie ist komplett durch, Leute. Emily? Hey, Em? Wow. Wer kann das denn sein? Josh. Jess? Nicht Jess. Sorry, Mann, aber wer ist es dann? Was weiß denn ich? Wir sollten nachsehen. Ich bin dabei. Gut. Moment. Also erst, dass man den Controller stillhalten muss, das ist so verfickt krank. Emily hat Matt die Leuchtpistole gegeben. Emily hatte nichts, um den Angriff abzuwehren und wurde gebissen. Toll. Mike hat die Pistole und lässt sie wieder fallen oder keine Ahnung, zielt halt nicht mehr drauf. Moment, das heißt, fordern, gib mir die Pistole. Dann hätte ja Chris die Pistole. Vorschlagen, ich sichere die Tür. Bereit? Bereit? Los, mach endlich. Ist wahrscheinlich eh keiner mehr da. Ja, es sei denn, ich soll die Waffe nehmen. Nein, nein, nein. Keine gute Idee. Du die Tür, ich die Waffe. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Mister. Halt. Oh, shit. Schon gut, schon gut. Ganz ruhig, Opa. Okay, jetzt beruhigt sich jeder wieder. Jetzt geht brav darüber. Na los, los. Lasst mich sagen, was ich sagen wollte. Ich will euch sagen, womit ihr es hier auf dem Berg zu tun habt. Ihr hättet nicht zurückkommen sollen. Keine Ahnung, wieso ihr wieder hier seid nach dem letzten Jahr. Meint ihr wegen Hannah und Beth? Ja, vielleicht waren sie drin verwickelt. Oder verantwortlich. Jetzt mal ganz langsam. Ich mag es gar nicht, dass ihr Kids immer hier rauf auf meinen Berg kommt. Ihr Berg? Oh. Ich glaube, die Washingtons wären überrascht, das zu hören. Nein. Gehören tut mir der Berg nicht, das stimmt. Aber er gehört auch nicht den Washingtons. Dieser Berg gehört nur dem Wendigo. Wem? Wovon faselt er da? Was ist denn ein Wendigo? Hören wir ihn an. Haben wir denn eine Wahl? Ich sage euch das nur das eine Mal. Und mir ist es egal, ob ihr mir glaubt oder nicht. Ich habe meine Gründe, es endlich loszuwerden. Ne? Sag ich doch. Schuldgefühle. Er hat was verbrochen. Psst, Klappe, Mike. Es gibt einen Fluch. Er liegt auf diesen Bergen. Verfällt ein Mann oder eine Frau dem Kannibalismus in diesen Wäldern, wird der Geist des Wendigos entfesselt werden. Oh, Scheiße. Ah!
müsst euch einen sicheren Ort suchen. Probieren wir es im Keller. Okay, geht da runter. Jetzt, ihr alle, und wartet. Was? Wieso? Und wie lange? Bis zum Morgen. Leute, ich habe Josh allein gelassen, als er ihm geschrien hat. Wo hast du ihn gelassen? Im Schuppen. Euer Freund ist garantiert schon tot. Nein, nein, unmöglich. Wir waren erst bei ihm. Auf diesem Berg kann schnell etwas passieren. Nein, ich gehe ihn holen. Du kannst da nicht raus, Chris. Ich bin eigentlich sein bester Freund und ich habe ihn verraten. Nein, er hat dich verraten. Er hat uns alle verraten. Ist mir egal, ich werde ihn holen. Dann gehe ich mit dir. Ich brauche keine Hilfe. Allein zu gehen ist Selbstmord. Gut. Der Rest von euch geht in den Keller. Bleibt da. Geht nicht wieder da raus, bevor wir wieder da sind. Du siehst nicht so aus, als ob du den Ernst der Lage verstehen würdest. Ich hole doch Josh, oder nicht? Nein, ich gehe und hole Josh. Du wirst mir helfen. Hast du verstanden? Ja, ich glaube schon. Du bleibst hinter mir und tust genau das, was ich sage. Dieses Ende richtest du auf das, was sterben soll. Ich kann mit einer Flinte umgehen, Mann. Kannst du nicht. Ich nicht. Woher? Wissen Sie das? Glaub mir, ich weiß es. Hey! Komm bloß zurück. Wir müssen uns beeilen. Wir sehen uns dann. Ich habe das dumme Gefühl, Sie dass gleich jemand stirbt. Experte für die Dinger. Was muss man da wissen? Sei einfach vorsichtig und tue, was ich tue. Ich hoffe, wir tun das Richtige. Was war das denn? Ich habe jemanden bei der Hütte gesehen. Das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? Oh mein Gott, ich hab so helle Fahrrad! Nein! Nein! Lauf! Matt, wir müssen sofort Hilfe holen!